Soll ich die Kinder aus der Schule abholen? Oder hast du es schon eingeplant? Okay, dann mache ich das. Weißt du dann genau? Es war ein Autounfall. Nichts wirklich Bemerkenswertes, aber trotzdem tödlich. Du ließ deine Frau und zwei Kinder zurück. Es war ein schmerzloser Tod. Die Notärzte taten ihr Bestes, um dich zu retten, aber es half nicht. Dein Körper war so komplett zerstört, dass es das Beste war. Glaub mir. Und dann trafst du mich. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Du bist tot. Kein Grund, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Da war ein Laster. Und er rutschte. Jupp. Ich starb? Ja, aber kein Grund zum traurig sein. Jeder stirbt. Was ist dieser Ort? Ist das Jenseits? Mehr oder weniger. Bist du Gott? Jupp. Ich bin Gott. Meine Kinder, meine Frau. Was ist mit ihnen? Wird es ihnen gut gehen? Sowas sehe ich gerne. Du bist gerade gestorben und deine Hauptsorge gilt der Familie. Das finde ich super. Keine Sorge, ihnen wird es gut gehen. Deine Kinder werden dich als perfekt in Erinnerung behalten. Sie hatten nicht die Zeit, um Verachtung für dich zu empfinden. Deine Frau wird außen vielleicht weinen, aber im Geheimen wird sie erleichtert sein. Deine Ehe fiel eh auseinander, um ehrlich zu sein. Wenn es für dich ein Trost ist, sie wird sich sehr schuldig fühlen, weil sie sich erleichtert fühlt. Oh, also was passiert nun? Gehe ich in den Himmel oder in die Hölle oder sowas? Weder noch. Du wirst wiedergeboren. Ah, also lagen die Hindus richtig? Alle Religionen liegen auf ihre Art richtig. Komm mit mir. Wohin gehen wir? Es gibt kein Ziel. Es ist einfach nett zu gehen, während wir reden. Wo ist dann der Sinn? Wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wieder ein unbeschriebenes Blatt sein. Stimmt's? Ein Baby. Also sind alle meine Erfahrungen und alles, was ich in diesem Leben getan habe, sinnlos. Du trägst deine ganzen Erfahrungen und all dein Wissen in dir. Du wirst nur nicht auf sie zugreifen können. Deine Seele ist herrlicher, schöner und gigantischer, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Ein menschliches Gehirn kann nur einen kleinen Teil von dem enthalten, was du bist. Es ist wie den Finger in ein Glas Wasser zu stecken, um zu testen, ob es warm oder kalt ist. Du steckst einen winzigen Teil von dir in die Welt und wenn du ihn wieder hinausnimmst, erhältst du alle Erfahrungen, den er hatte. Wie oft wurde ich denn wiedergeboren? Oh, oft. Und in eine Vielzahl verschiedener Leben. Dieses Mal wirst du ein chinesisches Bauernmädchen um 540 nach Christi Geburt sein. Wie bitte? Du sendest mich zurück in der Zeit? Nun, technisch ja. Zeit, wie du sie kennst, existiert nur in deinem Universum. Dort, wo ich herkomme, sind die Dinge anders. Woher kommst du? Oh, klar, ich komme von irgendwo. Irgendwo anders. Und es gibt andere wie mich. Ich weiß, dass du wissen willst, wie es dort ist, aber du würdest es wirklich nicht verstehen. Oh, aber warte, wenn ich in andere Zeiten, an anderen Orten wiedergeboren werde, könnte ich dann einmal mit mir selbst interagiert haben? Klar, passiert dauernd. Und weil du dich nur an die eine Lebensspanne erinnerst, merkst du noch nicht einmal, dass es passiert. Was ist denn der Sinn von all dem? Ernsthaft? Wirklich? Du fragst mich nach dem Sinn des Lebens? Ist das nicht ein bisschen stereotypisch? Nun ja, es ist eine verständliche Frage. Der Sinn des Lebens, der Grund, dass ich dieses Universum erschaffen habe, ist, damit du wächst und erwachsen wirst. Meinst du die Menschheit? Du willst, dass wir aufwachsen? Nein, nur dich. Ich erschuf dieses Universum nur für dich. Mit jedem Leben wächst du und wirst erwachsener, bekommst einen größeren und mächtigeren Intellekt. Nur ich? Was ist mit den anderen? Es gibt keine anderen. In diesem Universum gibt es nur dich und mich. Aber alle Leute auf der Erde? Alle du. Andere Formen von dir. Warte. Ich bin alle?
jetzt kapierst du es. Ich bin jeder Mensch, der je gelebt hat? Oder je leben wird. Richtig. Ich bin Abraham Lincoln? Du bist auch John Wilkes Booth. Ich bin Hitler? Und du bist die Million, die er getötet hat. Ich bin Jesus? Und du bist jeder, der ihm folgte. Jedes Mal, wenn du jemanden schikaniert hast, hast du dich selber schikaniert. Jede nette Tat, die du für jemanden gemacht hast, hast du für dich selber getan. Jeder fröhliche und traurige Moment, den je irgendjemand erlebt hat, erlebt und erleben wird, hast du selber erlebt. Warum? Warum all das? Weil du eines Tages sein wirst wie ich. Denn das bist du. Du bist einer von meiner Sorte. Du bist mein Kind. Wow. Du meinst, ich bin ein Gott? Nein, noch nicht. Du bist ein Fötus. Du wächst noch. Wenn du jedes menschliche Leben durchlebt hast, wirst du groß genug sein, um geboren zu werden. Also ist das ganze Universum... eine Art Ei. Nun ist es Zeit für dich, dein nächstes Leben zu durchleben. Und mit diesen Worten schickte ich dich weiter auf deinen Weg.